Schweiß ist, wenn Muskeln weinen. Und das ist bei der Sportart CrossFit absolute Tatsache. Sich quälen, den inneren Schweinehund überwinden und zu neuen Top-Leistungen auflaufen. Nicht nur mehr in Amerika und in der dazugehörigen CrossFit-Hochburg Kalifornien ist die Sportart mehr als eine Lebenseinstellung. Die CrossFit-Workouts sind mittlerweile auch hierzulande Top-Trend. Der Name? Selbsterklärend. CrossFit, also übergreifende Übungen der verschiedensten Sportbereiche. Es ist ein umfassendes Kraft- und Konditionstraining, das auf funktionellen Übungen basiert. Diese variieren permanent und haben eine enorm hohe Intensität. Das größte Resultat war eigentlich, dass Freundinnen eine Party geschmissen haben und haben quasi Kästen Bier gekauft, haben sie mich angerufen, damit ich den nach Hause trage. Körper verändert sich natürlich auch, das ist der positive Beigeschmack, ist ganz klar. Man wird fitter, man wird ausgeruhter. Am Anfang hast du natürlich schon so ein bisschen Respekt vor den Gewichten und so, weil das ist ja eigentlich so, wenn du ins Fitnessstudio gehst oder so, dann sind es eher die Männer, die dann da in irgendeiner Ecke mit diesen Dingern rumhantieren und laut stöhnen. CrossFit ist für jeden, ob Frau, ob Mann, ob unfit oder fit oder auch jung oder alt. Das Training kann auf jeden Leistungsstand zugeschnitten werden und bleibt trotzdem fordernd. Wir haben Sachen aus dem Gewichtheben, das waren eben Bewegungen, wie ihr hier gerade gesehen habt. Dann Sachen aus dem Turnen, diese Bewegung, wo die Leute an der Stange hängen, die Füße zur Stange bringen. In München gibt es 8 CrossFit-Schulen. Trainiert wird dort in kleinen Gruppen und unter Aufsicht eines erfahrenen Trainers. Bei CrossFit München sind die Teilnehmer in verschiedene Leistungsklassen eingeteilt. Von der Rookie-Class, bei der Anfänger sich ausprobieren können, über Fitnessklassen und fortgeschrittenen Gruppen bis hin zur Competition-Class. Eine Einheit, die sich speziell auf Wettkämpfe vorbereitet, ist alles dabei. Also es ist immer genau eine Stunde. Und diesmal so aufgebaut, dass wir am Anfang einen Erwärmungsteil haben, sprich bringen erst einmal den Puls ein bisschen nach oben durch Laufen, Rudern oder Seilspringen. Dann ist ein Teil, wo wir die Gelenke durchmobilisieren, ganz häufig ein Kraftteil danach, wo wir sagen, okay, wir arbeiten mit weniger Wiederholungen, dass die Leute auch entsprechende Grundkraft aufbauen. Und zum Schluss, da kommt dieses Workout of the Day, das ist das, was man hier eben im Hintergrund sieht, wo eher mit wenig Gewicht gearbeitet wird, aber auch viele Wiederholungen. Inzwischen hat sich die Sportart quasi zur Königsklasse im Fitnessbereich gemausert. Und rund 1000 aktive, geführte Münchnerinnen und Münchner schwitzen für und beim CrossFit. CrossFit ist anders, CrossFit ist fordernd und CrossFit liefert echte Resultate. Das A und O, eine saubere Technik und Ausführung der Übungen, denn diese schützt vor Verletzungen. Klar braucht es auch den eigenen Ansporn, doch im Team pusht man sich hier zu Höchstleistungen. Wenn man das alleine macht, dann kommt man doch mal wieder in so eine Komfortzone, dass man vielleicht länger Pause macht als jetzt beispielsweise mit jemandem, der sagt jetzt, auf geht's, komm, reiß dich mal zusammen. Sie rennen, rudern, springen Seil, klettern Seile hoch und tragen ungewöhnliche Gegenstände. Sie leben ihren Sport. Das sind eben CrossFit-Trainierende. Dazu ist es eine Sportart mit Gemeinschaft und wahrlich zum Erleben.